Ein wunderschönes Moment, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fortnite auf der Xbox One. Was geht? Alter, ich freue mich endlich, wenn ich sagen kann, dass ich das Spiel auf der Xbox One X zocke, ne? Aber es dauert leider noch. Warte mal, wie lange dauert es noch, bis meine Xbox One X ungefähr da ist? 2 Wochen. Wow. Ich wollte gerade sagen, nächste Woche ist meine da, aber nein. Übernächste Woche erst. Ich bin ein bisschen angepisst, wie gesagt, Mann, Alter. Ich hätte meine Xbox One X jetzt schon gerne, wenn ich ehrlich bin. Aber nie. Hast bei Amazon bestellt, haben sie nicht mehr auf Lager, kommt erst am 27. neue Lieferung. Dann kriegst du am 29. deine Xbox One X. Ich freue mich drauf, ich freue mich wirklich drauf. Ich habe so viele Spiele, die ich gerne mal in 4K spielen möchte. Na gut, eigentlich nicht 4K, weil ich habe halt keinen 4K-Monitor. Weil 4K-Monitore kosten auch schon 400 Euro so ungefähr. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe echt keinen Bock, so viel Geld aus dem Fenster zu schmeißen. Na gut, aufs Fenster schmeißen ist ja auch nicht unbedingt. Aber ich brauche das nicht. Ich spiele lieber mit meiner Xbox One X dann schön auf 1080p-Monitor, weil ich habe schon mal meinen Bruder gesehen, der hat schon eine Xbox One X. Der hat sich auch erst, ich glaube, am Mittwoch eine gekauft. Ich glaube, wenn das Video rauskommt, letzte Woche, muss ich dann sagen. Auf jeden Fall, Xbox One X, kann ich nichts zu sagen, sieht verdammt gut aus. Also, von dem, was ich bei meinem Bruder gesehen habe auf der Konsole. Ich habe es halt nicht selber gespielt. Ich habe halt, wie gesagt, nur bei meinem Bruder rübergeguckt, weil ich habe halt keine. Und er war halt nur zu besuchen, habe ich so bei ihm gesehen. Sieht schon echt verdammt lecker aus. Also, die Grafik ist schon. Also, da kannst du nichts sagen. Die ist echt schön. Und vor allem 60 FPS sah das aus. Das war schon echt verdammt schön und ich bin echt gespannt, wenn ich endlich meine Xbox One X habe, kann ich mir auch mal diese schöne Grafik gönnen und dann 60 FPS. Ich bin ehrlich gesagt auf Fortnite sehr gespannt, ob das dann immer noch diese Mini-Ruckler hat, die ihr hier ab und zu wahrscheinlich schon bei mir im Video gesehen habt. Weil du hast halt andauernd diese kleinen verdammten Mini-Ruckler, die mich so mega ankotzen. Weil gefühlt habe ich die immer nur dann, wenn ich sie überhaupt nicht gebrauchen kann. Okay, da oben ist einer reingebaut. Gehen wir mal rein und sagen Hallo. Ich will nicht den Revolver haben. Ich will lieber nur die Munition mit aller Scheiße auf den Revolver. Griff. Ich nehme lieber das Ding mit. Und so. Jetzt würde ich gerne noch. Tauschen wir einfach mal damit aus. So, jetzt rennen wir nochmal ganz kurz hier rum. Wir werden nochmal ganz kurz hier mal bei ihm drin umschauen. Ja, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr nice Runde für ihn wahrscheinlich. Kommt rein, kriegt erstmal direkt ein Brett mit. War hier nicht immer noch was drin? Ah, ne, hier ist eine Munitionskiste. Na gut, brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber vielleicht hat er hier noch was. Wie ist das eigentlich? Ich glaube, dafür muss ich was wegschmeißen, ne? Nein, ach so, das zählt also als Falle. Okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, das zählt als so ein Waffengegenstand, den du platzieren kannst. Das ist natürlich interessant, das ist natürlich interessant. Ich habe echt nicht damit gerechnet, dass es so als Falle zählt. Weil letztendlich ist es ja nur so eine Sprungfläche, mit der du dich nochmal hochschießen kannst. Um weite Strecken zurückzulegen. Wo ist der hingerannt? Da hinten. Das muss ich mich ganz kurz beeilen, um ein bisschen ranzukommen. Ja, der soll mal stehen bleiben, Junge. Nice. Gott sei Dank, Alter, guck mal hier, die hat eine schöne blaue Schrift. Kein Wunder, dass er mir übelst das Brett mitgegeben hat. Ja, ich schwören kann, ich habe gerade Schritte gehört, die nicht von mir waren. Aber ich finde es dumm, dass sie die Verbände nicht auch aufsammeln, sobald du schon einen Slot davon hast. Finde ich ehrlich gesagt so ein bisschen doof, aber hey. Was soll's, ne? Warte, ich muss in diese Richtung, das heißt, von hier könnten immer noch Leute rauskommen. Alles klar. Der war jetzt in dem Haus, ne? Ja, da hinten ist er, hab ihn gesehen, da kommt er jetzt. Ist er. Kommt dran, von wegen. Haha, der hat mich nicht gesehen. Pisser. Alter, wie viel Damage habe ich den gerade gedrückt? Habt ihr das gesehen? Das war 113, glaube ich, die ich gerade gedrückt habe. Wow. Also, Schrotflinte ist definitiv die Waffe, mit der ich hier rumrennen muss. Also. Ja, Schrotflinte ist ziemlich gut, wenn ich das so sagen darf.
Wisst ihr was? Ich höre Schüsse. Das ist mir aber egal, weil ich würde jetzt gerne einmal hier so einen Boden bauen. Und dann würde ich das gerne drauf klatschen. Einfach nur, weil ich kann. Versteht ihr? Einfach nur, weil ich kann. Kann ich das nicht? War das nicht gerade blau? Da ist es blau gewesen gerade. Boah, jetzt komm, Alter. Ich will das nur platzieren und dann weg hier. Oh, das war doch gerade blau. Das war doch gerade schon wieder blau. Come on. Wir machen das jetzt halt so. So. Nein. Das soll die Bodenfalle sein. So. Ach, Alter, Junge, da oben sind die. Die sind da ganz oben. Scheiß drauf. YOLO, wir verpissen uns. Let's go. Okay, das war cool. Das war echt verdammt cool. Oh mein Gott, Ziegelsteine. Yeah. Warte, war hier oben jemand eine Kiste? Ja, da war die, aber schon gelootet, okay. Warum lootet jemand die Kiste, aber lässt den ganzen Scheiß hier drin liegen? Verstehe ich nicht. Ich meine, das ist hier immer noch Munition, Alter. Munition. Ich bin gerade überlegen, ob ich hier eine Falle platziere. Machen wir aber mal. Wisst ihr was? Wir machen jetzt einfach mal kurz den. Habe ich da gerade was fliegen sehen? Ich könnte schwören, ich habe gerade jemanden fliegen sehen, Alter, der auch mein komisches Sprungbrett benutzt hat. War vielleicht einfach nur ein Shader-Bug, kann auch sein. Erstmal rein in den Busch mit uns. Kurz chillen. Okay, die auf dem Berg, die müssen nicht. Ist da gerade was kaputt gegangen? Da ist einer. Der rennt aber, glaube ich, in die falsche Richtung. Obwohl, wir sind eigentlich relativ gut in der Zone, ne? Der wird ja jetzt da hinten sich ein bisschen umgucken. Obwohl, der kommt her, glaube ich. Warte ich jetzt hier auf ihn? Nee, der rennt weg. Okay, der rennt weg. Gucken wir mal ein bisschen um, bevor ich mich bewege. Aber ich habe schon mal gehabt, dass ich nur in eine Richtung geguckt habe. Dann habe ich mich bewegt, aber habe nicht gesehen, dass hinter mir einer war. Deswegen, wenn ich aus dem Busch rausgehe, gucke ich mich einmal erst genau um. Dass ich sagen kann, okay, mich sieht keiner, wenn ich jetzt hier rauskomme. Okay, let's go. Weil in der Nähe von Büschen, ist mir mal so aufgefallen, sind kaum Bäume. Du hast halt kaum eine Deckung. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig. Hm, warum ist hier keiner, Alter? Hier hat sich jemand hochgebaut und dann ist auf einmal Ende im Gelände. Als wäre da jemand von hinten gekommen und hätte ihn weggerascht. Oh, Schraubmunition. Gönnen wir uns mal. Aber der Typ muss eigentlich doch zu uns rankommen, der da hinten war, ne? Also irgendwann wird er eh hierher kommen. Bis dahin könnte ich noch irgendwas machen. Irgendwas Interessantes. Bisschen campen vielleicht, ne? Ich meine, es gibt doch nichts Geileres, als das Spiel dabei zuzusehen, wie er nur rum in der Ecke rumsteht und gar nichts macht, ne? Ich meine, das ist doch das Geilste, was du eigentlich sehen kannst. Oder was meint ihr dazu? Ich denke ja, ne? Also campen ist doch echt geil, oder nicht? Mir ist langweilig. Ich hab mal was vor. Ich denke mal, von meinen Materialien dürfte das easy gehen. Oder auch nicht. Ich glaub, das geht nicht, ne? Warte mal, wie kann ich Materialien wechseln? So, okay. Scheiße! Ich könnte schwören, ich hab's platziert. Ich könnte schwören, ich hab's... Warum bin ich jetzt auf einmal bei ihm gelandet? Leute... Ich schwöre, ich hab's platziert. Ich schwöre auf alles, ich hab's platziert. Aber naja, hier, der macht einfach mal dumme Sachen, ne? Und das ist mir jetzt gerade zum ersten Mal passiert. Digga, ich schwöre auf alles. Das ist mir zum ersten Mal passiert, Junge. Auf jeden Fall, wir sehen uns in der nächsten Folge. Da werde ich es hoffentlich nicht so verkacken, weil ich hatte echt guten Stuff gehabt. Ich schwöre, ich hab's platziert. Ich schwöre. Naja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.